Wir sind hier in Monschau-Mützenich in der Kunst- und Kulturstätte Weißes Pferdchen und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Lars Bleistift Salon und ich freue mich, dass wir mal ganz unter uns sind. Fast einem Jahr gelangte in meine Hände dieser Bleistift. Und er wurde in den letzten Monaten für mich zum Symbol für einen Kontakt, den ich nie erwartet hätte. Nun zu diesem Bleistift. Er stammt aus den USA, Klingeling, und wird dort von dem Unternehmen Black Wing produziert. Ein Unternehmen, das nicht nur hervorragende Bleistifte herstellen will, sondern sie wollen sie auch für eine bessere Welt einsetzen. Was machen nämlich die Inhaber dieses Bleistiftsunternehmens mit ihren Gewinnen? Sie fördern und unterstützen kulturelle Projekte. Das gibt es. Und in diesem Zusammenhang wurde dieser Bleistift entworfen. Er ist die Würdigung eines Künstlers, der am 23. Februar 1940 den Text zu dem vielleicht wichtigsten Song in Amerika schrieb. In einer Strophe heißt es als Übersetzung, und dazu habe ich die Bleistifte mal so zusammengelegt, dass man alle 6 Seiten sehen kann. Als ich auf der Straße entlang ging, sah ich über mir diesen endlosen Himmel und ich sah unter mir das goldene Tal. Dieses Land wurde für dich und mich gemacht. This land is your land. This land is my land. And this land was made for you and me. Der Autor dieser Zeilen war Woody Guthrie. Er starb leider vor 55 Jahren, nämlich 1967. Und er hat ein unvorstellbar reiches Werk hinterlassen. Liedtexte, Gedichte, Roman, Grafiken, Illustrationen und Gemälde. Etliche Jahre nach seinem Tod hat eine Person seine künstlerische Hinterlassenschaft untersucht, hat die immer noch vorhandene Aktualität, seiner Arbeiten erkannt und es ist ihr gelungen, sein vielschichtiges Werk im Bewusstsein der amerikanischen Gesellschaft zu verankern. Sie hat es geschafft, dass das gesamte künstlerische Schaffen von Woody Guthrie öffentlich in Amerika immer noch wahrgenommen wird. Bis zum heutigen Tag gelingt es ihr, aus den Arbeiten von Woody Guthrie die aktuellen Bezüge herauszuarbeiten und mit anderen Künstlern zu präsentieren. Begrüßen Sie mit mir. Das ist immer so. Please join me in greeting Noah Guthrie und her Husband Michael Kleff. Welcome to my pencil saloon. Noah. Ja, okay. Wer jetzt denkt, das wäre ein Fake, es ist kein Fake. Also, wir haben vereinbart, dass ich die Fragen auf Deutsch stelle. Nora antwortet auf ihrem Englischen, Amerikanisch und ihrem Mann übersetzt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Michael Kleff bedanken. Er ist in der Folk-Szene einer der bekanntesten und umtriebigsten Fachjournalisten, fehlt noch was, ja, auch politisch sehr engagiert als Journalist. Und er war es, der den Kontakt eröffnete und dieses Treffen überhaupt möglich macht. Und den Bleistift gebracht hat. Ja, das meine ich da mit dem Bleistift. Ach ja, entschuldige, ja, muss man ja so deutlich sagen. Und mich mit Informationen in den letzten Monaten sehr liebevoll versorgt hat. Nochmal vielen Dank für deine Mühe. Nora, es wird jetzt ein langer Vortrag. War ich hier schon? Nö. Du bist die Tochter von Woody Guthrie, den wir eben erwähnt haben. Du bist die Schwester von Arlo Guthrie, der den Song Alice Restaurant geschrieben hat. Und du bist die Enkelin der bekannten jiddischen Dichterin Elisa Greenblatt und die Frau von Michael Kleff, der jetzt die Übersetzung macht.
Heute bei mir bist du nur die Nora. I have the script here. Ja, ja. Das ist in Englisch. Ja. What he's saying, so I understand. Ja, noch mal weiter. Du hast, um ein bisschen was zu erklären, nachher reden wir noch ein bisschen, du hast nach deinem Studium an der Martha Graham Dance Company eine eigene Karriere im Modern Dance gemacht und auch eine eigene Tanzkompanie geleitet. Heute bist du die Präsidentin der Woody Guthrie Foundation und du bist die Präsidentin von Woody Guthrie Publication und du bist Gründerin des Woody Guthrie Archivs. Da kommen wir auch nachher noch drauf. Du lebst in Mount Kisco im Staat New York und bist jetzt in Europa zu verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. Und du bist dir nicht zu schade, naja, dann hier zu sein. Das finden wir alle großartig. Jetzt klatschen wir, dass du hier bist. Nora, du, question number one. Ja. Yes. Nora, du bist auf Reisen. Zu verschiedenen Veranstaltungen. Also ganz ehrlich, so rumreisen wie du, das wäre mir auf die Dauer zu anstrengend. So eine ganz persönliche Frage, wie geht es dir dabei? Das ist das one, ja? Yeah? Yes, yes. Okay. Yes. So, I travel a lot because I'm a Guthrie and Guthries travel. Yes. That's what we do. That's why the pencil has a highway on the pencil. Also Nora sagt, dass sie viel reist, schlicht und einfach deswegen, weil sie eine Guthrie ist. Und das ist im Blut der Guthries. Die sind viel rumgekommen und kommen viel rum. Und deswegen ist auf dem Bleistift auch ein Highway abgebildet im Design. Ja. Du bist seit 30 Jahren eine erfolgreiche Musikproduzentin. In diesem Zusammenhang, sie ist nicht nur hier, jetzt müsst ihr mal wissen, wer hier sitzt. Sie hat den renommierten Musikpreis Grammy zweimal gewonnen. Ihr sitzt. was ist das? I feel like I'm in school. Ja, ja, genau, ja, ja. And my teacher is saying, good job. Ja, 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 ja. Ja. Ich bin aber noch nicht, I'm not ready. Und du hast auch sogar zweimal nominiert. Also wir wären ja froh, wenn wir mal nominiert worden wären in irgendwas. Und hallo, wir sitzen mit ihr jetzt zusammen. Ne? Also ihr könnt jetzt alle sagen, ich habe mit der zweifachen Grammy-Preis zusammengesessen. Und die heißt auch noch Nora Guthrie. Also du hast das Woody Guthrie-Archiv gegründet und trittst weltweit in Veranstaltungen auf. Das hat sich auch... Das ist ein trauriges Thema mit der Erbkrankheit Chorea Huntington beschäftigt, an der Woody nämlich gestorben ist. Aber das wollen wir heute nicht zum Thema machen. Und du warst Co-Produzentin mehrmonatiger Veranstaltungen und du hast große Ausstellungen kuratiert. Ja, ist richtig. Dabei stand natürlich immer das Werk deines Vaters von Woody Guthrie im Mittelpunkt. Jetzt die Frage Number Two. Bei welcher Gelegenheit hast du entdeckt, wie umfangreich das Werk deines Vaters war? Das war immerhin 25 Jahre nach seinem Tod. So, I grew up with folk musicians and dancers. My father was a musician, aber my mother was a dancer with Martha Graham's company. Sie ist sowohl mit Folkmusik aufgewachsen als auch mit Tänzern. Das geht nicht? Doch, geht doch. Also sie ist sowohl mit Folkmusikern als auch mit Tänzern aufgewachsen, weil eben Woody bekanntlich ein Folkmusiker war, aber ihre Mutter war eine Tänzerin. Aber mein Vater hatte Huntington's disease for the first 15 years of my life. So I only knew him as a very sick man. Ihr Vater hat aber
war schon erkrankt an der Huntingtons Krankheit 15 Jahre lang, also die ersten 15 Jahre lang ihres Lebens. Das heißt, sie hat als ihren Vater nie gesund kennengelernt. And I guess because, like everyone, the last thing you want to do is do what your parents do. Und wie vielleicht vielen auch der hier Anwesenden ergangen ist, das Letzte, was man machen will, ist das, was die Eltern machen. So when all the folk musicians would come to our house, and they were all pretty famous, like Pete Seeger and the blues musicians, Lead Belly, Sonny Terry, Brownie McGee, we would go, oh, oh, oh. That's my parents' friends. Yeah. Und sie ist halt mit den Folkmusikern im Haus aufgewachsen, die zu Besuch kamen, und da waren einige relativ Bekannte dabei, wie Pete Seeger, Bluesmusiker wie Lead Belly, Sonny Terry, Brownie McGee, aber für sie war das eben mehr oder weniger ziemlich langweilig. Yeah. So it wasn't until many, many years later that I found boxes of my father's writings. And I reached in the box thinking it would be very boring. And I was stunned by what I found. Es hat ganz viele Jahre gedauert, bis sie dann zum ersten Mal in die Kisten hineingeschaut hat, die im Haus standen mit dem Nachlass ihres Vaters. Und sie hat halt Texte herausgegriffen, hat eigentlich gedacht, das, was sie da erwartet, wird ziemlich langweilig sein. Aber sie war geradezu schockiert im positiven Sinne von dem, was sie dann gesehen hat. So of course I knew he wrote folk songs. But when I found the boxes, I found 3,000 lyrics. Genug. Ja. Sie wusste natürlich, dass er Folksongs geschrieben hat, aber sie hat nicht damit gerechnet, in den Kisten gut 3,000 Texte zu finden, die er geschrieben hat. And my father only recorded about 100 songs in his life. So I had 2,900 songs of Woody Guthrie that had never been heard. Er hat selber hat nur etwa 100 Lieder selber aufnehmen können, also sind ihr 2,900 Woody Guthrie Texte geblieben, die noch nie einer gehört hatte. And they weren't just folk songs in the ordinary, they were all kinds of different topics that I'd never heard before, about life, about love, about family, about children, about politics, about racism, about everything. Even I found songs about Donald Trump's father. Yes. Und das waren nicht nur, die Texte waren nicht nur klassische traditionelle Folksongs, sondern die Themen der Texte handelten vom Leben, von der Liebe, von der Politik, von Kindern, von Rassismus und in ein paar Liedern sogar von Fred Trump, dem Vater von Donald Trump. Ich darf das gleich. They weren't nice. Die waren nicht nett. Nein. Trump. Okay. Im Übrigen, wen das wirklich mal interessiert, kleiner Einwand. Man kann im Internet viele, viele Lieder, die noch nie veröffentlicht worden sind, also die Texte, nachlesen. Und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir einige angeguckt. Und ich muss zugeben, da waren ein paar Nächte draufgegangen, weil es mich fasziniert hat, wie aktuell die Texte sind. Also den von Trump habe ich auch gelesen. Der ist, als wäre der heute geschrieben worden. Also ihr Vater war politisch sehr genau, er war eigentlich wie ein Journalist, der jeden Tag, so viele Lieder hat er geschrieben, every day wrote a song, also quasi buchstäblich Tagebuch geführt hat über die amerikanische Gesellschaft. Aber ja. Darf ich einen Satz zu Trump ergänzen, ja, den sie gar nicht erwähnt hat? Die Familie, die Eltern von der Nora haben in einem Haus von Trump gewohnt. Es gibt noch den Mietvertrag und Mietquittungen, und die Lieder, die kritischen Lieder über Trump hat er dann geschrieben, als er herausgefunden hat, dass die Manager von Trump die Anweisung hatten, an keine Schwarzen zu vermieten. Und da ist ihm der Kragen geplatzt. Noch eine Frage, number three. Question number three. Three. War
Free, war zu dieser Zeit, also als du dich zum ersten Mal mit dem Archiv deines Vaters auseinandergesetzt hast, also ca. 1990, das Lied This Land Is Your Land in den USA schon so bekannt wie heute? Oder wurde es durch dich dann bekannt? In 1990? Yes. So, like I said, my father was sick during the 1950s and the 1960s. And that was the beginning of the big folk music movement in America and all throughout Europe as well. Also, wir haben es ja schon angedeutet, Ihr Vater war schon krank in den 50er und 60er Jahren. Und das waren die Jahre, wo sowohl in den USA als auch in Europa eigentlich die große Folkmusikbewegung begann. So one of my father's best friends was Pete Seeger. Do you know who Pete Seeger is? Yeah, yes. The singer. And when my father got sick, Pete Seeger sang his songs because my father couldn't. So it was Pete Seeger who made This Land Is Your Land famous. Damit wir in Deutschland verstehen, was dieser Song This Land Is Your Land in Amerika für eine Bedeutung hat, haben wir ein kleines Video gemacht. Es zeigt, wie dieses über 80 Jahre alte Lied in Amerika in der heutigen Zeit eingesetzt wird. Und kein geringerer als Bruce Springsteen erklärt am Anfang die Bedeutung, die der Song aktuell noch hat. Jetzt bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Wir haben das nämlich aus Dokumentarmaterial zusammengetragen. Und wenn es den Stefan Herbst nicht gäbe, der da vorne an der Kamera steht, dann würden wir auch dieses Zusammenschnitt nicht haben. Es zeigt also Bruce Springsteen, der ein bisschen was dazu sagt, und dann schwenkt das über in die Neuzeit und wir hören mal kurz rein. I'd like to do a song for you that I guess is about the greatest song ever written about America. And it's by Woody Guthrie. And what's so great about it is it gets right to the heart of the promise of what our country was supposed to be about. And I guess, I don't know if you talk to some of the unemployed steel workers from East LA or Pittsburgh or Gary. There are a lot of people out there whose jobs are disappearing. I don't know if they'd feel that this song is true anymore. And I'm not sure that it is, but I know that it ought to be. So I'd like to do this for you, reminding you that with countries, just like with people, it's easy to let the best of yourself slip away. Das ist nicht nur ein Song über oder von Amerika. Ich denke, das ist tatsächlich ein Song auch für alle, die sich in ihrem Land, in ihrem eigenen Land für Gerechtigkeit
und um das Wohlergehen anderer Menschen kümmern. Wie wir sehen hier sogar, das kann man wahrscheinlich hinten nicht sehen, das Originalmanuskript von Woody Guthrie, was interessant ist, ich will es mal zeigen. This land was made for you and me steht oben, aber mit Bleistift. Aber es sollte ursprünglich ganz anders heißen. Es sollte nämlich heißen, God bless America. Und das hat er irgendwie im Laufe dieser Zeit wahrscheinlich korrigieren müssen. Und wir sind alle dankbar, dass das dieser Durchblick auch ihn erreicht hat. Bitte, greift ein. Wait. I have to tell you one story about this land. Yeah. In 1950, Pete Seeger was blacklisted. Come on, get to work. Come on, wake up. 1950 kam Pete Seeger auf die schwarzen Liste. So he was not allowed to sing or perform on television or radio. Und das führte dazu, dass er weder im Fernsehen noch im Radio auftreten konnte. The only place he could get a job was singing at children's camps and schools. Er durfte dann nur noch auftreten, entweder in Sommercamps vor Kindern oder in Schulen. So every child in America learned this land is your land. Und auf diese Art und Weise hat im Grunde genommen jedes Kind this land is your land gelernt. Das war wahrscheinlich von den Leuten der schwarzen Liste nicht so beabsichtigt. The power of the blacklist. Ja. Because of the blacklist, everybody knows the song. Ja. ich zeig mal ein Foto von deinem Vater. Das ist question number 5. Yeah. Wenn man deinen Vater auf dem Foto sieht mit Gitarre und immer auf der Gitarre, da kann man lesen, this machine kills fascists. Das heißt, diese Maschine bringt Faschisten um. Also eine Haltung und ein Denken, das sich gegen rechtsextreme, rassistische und fremdenfeindliche Gedanken wandte. Wie verhalten sich heute die Menschen gegenüber diesem Gedanken, den du ja mit transportierst? Was ist deine Erfahrung? Bob Dylan once said, if you listen to Woody Guthrie's songs, you learn how to live. Bob Dylan hat irgendwann mal gesagt, wenn man sich Songs von Woody Guthrie anhört, dann lernt man, wie man lebt. So the songs are as much philosophy as they are poetry. Die Lieder sind sowohl Philosophie als auch Poesie. And it's the songs that talk about racism, that talk about capitalism, that talk about fascism, that talk what's right. My father said, a folk song tells you what's right. Oh, no, that's what he said. Wrong and how to make it right. I wasn't listening to him. a folk song is about what's wrong and how to fix it. That's what he said. Yeah, yeah. So all the things that are wrong, we can fix by singing songs. It's one way of talking to each other. And my father also said, if you hear a lecture, you hear it once and then you go home and you have a drink and you forget about it. But a song, you sing again and again and again and again and again and again, and it's like a hypnosis. So it stays with you in a way that a lecture might not. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Die zentrale Aussage von den Liedern von Woody Guthrie lässt sich zusammenfassen in einer Sache, was er mal gesagt hat, dass ein Folksong eben beschreibt, was falsch ist in der Gesellschaft und wie man es gegebenenfalls verändern, verbessern kann. Und der Vergleich ist, wenn man sich einen Vortrag anhört, den hört man, geht nach Hause und vielleicht merkt man sich was, vielleicht vergisst man es auch wieder. Aber ein Folksong, der wird gesungen, immer wieder und insofern setzt er sich tiefer fest in unserem Bewusstsein. And that's how you learn what's right and what's wrong. Ja.
Das habe ich. Und auf die Art und Weise, auf die Art und Weise lernt man, was falsch ist und was richtig ist. Sex. Später. Ja, ja. ich weiß, aber die. Wake up, guys. Come on. Ja, ja, ja. Okay, also machen wir Sex. Für viele Musiker ist Woody Guthrie ein Vorbild. Da sind ja die Namen schon gefallen, Bob Dylan. Also Sie könnte jetzt noch stundenlang erklären, dass sie auch mal Bob Dylan die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Machen wir heute nicht. Pete Seeger, Bruce Springsteen haben wir schon gesagt. Auch John Lennon hat sich an Woody Guthrie erinnert, obwohl der da schon längst tot war. Und was witzig, was besonders war, John Lennon hat sogar persönlich im Posthum noch einen Brief geschrieben und sich bei ihm bedankt. So, was hat die Musiker denn so beeindruckt? Was haben die Musiker von Woody Guthrie gelernt? Well, is my thing here? Yeah, okay. Du hast es. A lot of musicians were impressed by different parts of him. Some were impressed by his lyrics, and a lot were impressed by his looks. He had long, curly hair. In 1950, nobody had long, curly hair like you. Like you. He was, like, I got the hair gene. Yeah, I couldn't play a guitar, not one chord. So different people responded to different parts of his life. Many people, like Jack Kerouac, actually responded to his lifestyle. Okay. You ready? Yeah, I'm ready. Sehr professionell. Es gab unterschiedliche Aspekte, die unterschiedliche Musiker an Woody Guthrie interessiert haben. Die einen haben sich für die Texte interessiert, andere haben sich für das Aussehen von ihm interessiert. Damals in den 50ern waren lange, lockige Haare noch nicht gerade angesagt und insofern war das spannend. Und Leute wie Jack Kerouac haben sich interessiert für den Lebensstil, den Woody an den Tag gelegt hat. Also Stichwort Hobo, auf den Güterzügen durchs Land reisen und so weiter. But I'll tell you two stories. Do I have time? Mm-hmm. Two stories? Yes. So, sprechen Sie English? So, no. Pete Seeger was a student at Harvard University. Yeah, übersetzen. Pete Seeger studierte an der Harvard Universität. Yeah. And his parents wanted him to graduate Harvard. He met my father. And my father was a folk singer traveling all around the world, all around the country, hitchhiking. Pete Seeger was 19 years old. He thought that was really cool. So he followed my father all around the country. And he came back and he told his parents he's leaving Hartford to become a folk singer. Yeah, okay. Stop. He learned how to live with no money because my father would play music for bed and board. Mm-hmm. So Pete was able to leave Harvard and become the greatest folk singer in America. Okay. Ja. Die Eltern von Pete Seeger wollten natürlich, dass auch Pete Seeger einen Abschluss an der Harvard-Universität macht. Und dann lernt Pete Seeger Woody Guthrie kennen, der damals schon durch das ganze Land getrampt ist. Und das fand der 19-jährige Pete ziemlich cool. Das wollte er auch. Und der ist ihm gefolgt und hat dann seinen Eltern mitgeteilt, das war's mit Harvard, ich werde Folksänger. Und viel Geld gab es dafür nicht. Man hat gespielt für Bed and Breakfast sozusagen. Und so begann dann die Geschichte auch von Pete Seeger als Folksänger. And Bob Dylan had a bad voice. Yes. And my father, his voice was not so good either. Und Bob Dylan hatte eine ziemlich schlechte Stimme. Und die Stimme von Woody Guthrie war so toll auch nicht. And Bob said, well, if he can do it, I can do it. Und Bob hat gesagt, also wenn also Woody das machen kann, dann kann ich das allemal. He came to our house in 1961. He came looking for my father. Ja. And at the time,
there was a television show called, like, what was the beat? What beat was Club. Beat Club. Yeah. Like you have Beat Club. We had American Bandstand. And I was watching American Bandstand. I was learning the twist. Yeah. How old are you? I was an elf. Elf, yeah. Elf. And we're dancing, and he's knock at the door. Bob Dylan knock at the door. Yeah, the twist didn't knock at the door. Bob Dylan knocked at the door. And he goes, "Is where do you go through here?" And I went, I was watching television. Like, no, I closed the door. And I closed the door at Bob Dylan, yeah. And I went back to my dancing. And he knocked again. I wanted to see Woody Guthrie. And I'm like, he's not here. Close the door. Go back to my dancing. Okay. Also, Nora war 11 Jahre alt und hat zu Hause American Bandstand geschaut, sowas ähnliches wie der Beat Club bei uns, und hat dabei den Twist gelernt. Und da hat es an der Tür geklopft. Bob Dylan stand vor der Tür und hat mit der Bad Voice, mit der schlechten Stimme gesagt, er wolle Woody Guthrie sehen, ob der zu Hause sei. Und Nora hat gesagt nein, hat die Tür ihm vor der Nase zugeknallt und ist zurück zum Fernseher gegangen. Aber Bob Dylan hat sich nicht abhalten lassen, hat wieder geklopft und ist Woody Guthrie hier, ich will ihn sehen. Und sie hat dasselbe gemacht, er ist nicht da, Tür zu, zurück zum Twist. But you have to say, is Woody Guthrie here? I can't. He didn't say, is Woody Guthrie here? He said, is Woody Guthrie here? Okay, okay, good look. Okay. So, the other thing. No, on at the end. That jetzt muss die Geschichte macht nur Sinn, wenn sie zu Ende erzählt wird. I do this for you now. Okay, so danke. It saves time. Beim dritten Mal, der hat nicht aufgegeben, hat wieder geklopft, sie war immer noch beim Twist, dann kam Arlo runter, ihr Bruder, macht die Tür auf und sieht da diesen ziemlich runtergekommen aussehenden Bob Dylan mit seiner Gitarre und Arlo, der auch Gitarre spielte damals, 2 Jahre älter als sie, also 13. Oh man, cool, you play guitar. I can do it. Und hat ihn dann reingeholt. Und Nora sagt dann immer, wenn es an ihr gewesen wäre, wäre die Folkmusikgeschichte anders verlaufen. And finally, I'll just one other thing is that the performers in those days, even folk singers, wore suits and ties when they performed. But my father never did. He wore jeans and a flannel shirt and work boots. And a lot of young guys thought that was really cool. Das war nochmal das mit dem Aussehen. Damals die Folk-Leute, wenn man das in Filmen sieht, in den 60er Jahren, haben in der Regel Anzüge getragen und Schlipse. Woody nicht, der hat Jeans getragen, Flanell, Hemden und Arbeitsschuhe. Und das war eine ziemlich coole Sache, wenn man die Bilder sieht. Das wurde dann Mode. That's one reason he became popular. Yes. Now question number 7. Okay. Das Archiv, das du über Woody Guthrie aufgebaut hast, das haben wir ja eben schon gehört und auch durch dich erklärt bekommen, ist eine wahre Fundgrube. Die Lieder und Texte, die er fast täglich schrieb, ich habe das schon gesagt, sind wirklich beeindruckende Zeitzeugen aus der damaligen Zeit und den Menschen und mit den Arbeitern oder mit Politikern oder Wirtschaftsbossen. Er hat angeklagt, er hat gefordert, aber auch getröstet und er war immer auf der Seite der Schwachen. Siehst du in der heutigen Musikszene auch ähnliche Tendenzen? Yes, I see some similarities. One of the things that happened is music became big business. And once you build a big business, it's hard not to make money because you have many people to pay. Even folk singers, they have an agent, they have, a business, etc. So there's a problem in all music, even folk music, is that it's become so dependent on money. And I said earlier that my father didn't make money.
he sang for room and board. So he was a troubadour, like the old English troubadour. He would walk around, sing some songs. Someone would say, sleep here. Here's bread, food, soup. So that's really changed. But today's speakers for justice, most of them are in rap. Okay. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Es gibt natürlich einige Ähnlichkeiten, aber eine Sache ist sicherlich anders heute, dass Musik überall ein großes Geschäft geworden ist. Auch für Folkmusiker, sie brauchen einen Agenten, sie brauchen einen Promoter, sie brauchen eine Plattenfirma, das kostet alles Geld. Das war zu Woodys Zeiten natürlich ganz anders. Er war mehr ein Troubadour, der Geschichten erzählt und da ging es nicht um das Geld. Und die Musiker, die heute auf den Feldern aktiv sind, die Woody Guthrie's Werk ausmachen, finden sich vor allen Dingen im Rap. The speakers of social justice in folk music, you weren't a fancy musician. There was a saying called three chords and the truth. That's all you need, three chords. So everybody, that's why it's folk music, everybody can play it and sing it. And what happened with rap, it was the same thing, because they weren't musically trained, but the idea that you could speak in a rhythm was all you needed to speak the truth. You needed a rhythm and a voice and strength in rap. So I find them to be very, very similar. Sie sieht große Ähnlichkeiten zwischen Folk und Rap, weil wenn beim Folk über soziale Gerechtigkeit gesungen wurde, man brauchte eigentlich dazu nur drei Akkorde und die Wahrheit. Und ähnlich ist es beim Rap, da braucht man einen Rhythmus, um die Wahrheit zu verkünden. Man muss da auch kein großer Musiker sein, sondern man muss die Wahrheit so rüberbringen können, dass sie ankommt. Now the question number 8. Acht. Yeah. Please, ein bisschen kürzer. Yeah. Short. Ja, yeah, short. Also ich kann ja ein paar Fotos zeigen. It's impossible for a good yeah. Yeah, it's impossible. Yeah, My brother's record, one song was 18 minutes long. Yeah, yeah. Alice Restaurant. Yes, yeah. Ja, dein Bruder, der hat auch ein langes. Also Alice Restaurant ist 18 Minuten lang. But I'll try, I promise. Ja, yeah, yes. Wir zeigen mal eben ein paar Bilder. Nora, wenn du dich mal, look there. Ein paar Bilder aus dem Archiv. Ihr habt mir die Bilder zur Verfügung gestellt. Ich vermute, was das alles ist, aber du kannst vielleicht mit ein oder zwei Worten was dazu sagen. This is the archive. I can't see what's there. Yeah, it is. Yeah. Du kannst es nicht sehen? Nein, dann machst du jetzt ganz. Hier okay. Mal das linke Foto. Was ist das hier? Das sind Bücher oder Notenbücher? Look there. Ja. Yeah. Ja, also schon fertig. von Woody Guthrie. Das sind also seine Tagebücher quasi, ne? Das hier. Da sind einige. Also Liedertagebücher. Ja. So, das nächste ist, was ist das? Das ist eine Schallplattensammlung. Ist sie eine Schallplattensammlung? Das sind, Nora, I just said in German, give him some time. Ja. Das sind Plattenhüllen, wie damals die Schellack, wo die Schellack-Platten drin waren. Und der hat die dann teilweise, hat er da Notizen draufgeschrieben. Ja. Die entweder was mit der Musik zu tun hatten oder mussten auch nicht. Er hat auch andere Texte, Eintragungen draufgeschrieben von Dingen, die er erlebt hat. Ja. Aha. Now comes the moment how I think of you as Noah. Oh, I want to see that. Which I'll show you quickly right now. I want to see it too. Yeah, sit down. Hey, yes. Yeah. Oh, the drumming. Yeah. Oh, yeah. The portrait. First, you look. Oh, what? Yeah. Do you want to see it? No, yeah. Okay. First, your conspicuous hair, then your
friendly eyes. Do you see it? Yes. And now, your smile. But today we know there's a good deal more, namely your tireless activity to produce important messages together with music. I am what I am. This is not from Rudy Guthrie. That's from Popeye. Yeah. ich will noch ein paar Sachen zeigen aus dem Archiv. Nora hatte erzählt, dass er nicht nur ihr Vater. Wir wissen nicht, wo es rauscht. Ja, ja, du musst ja stille sitzen bleiben. Dass also ihr Vater nicht nur 3000 Lieder und Texte geschrieben hat, er hat auch viel gezeichnet. Typischerweise, ich habe jetzt so viele Sachen bekommen, das würde den Abend sprengen. Er hat natürlich das gezeichnet, was er immer wieder sah. Es wurde eben gesagt, er ist immer durchs Land gezogen, hat sich mit den Leuten, die hart arbeiteten, verbündet, hat über die geschrieben oder über deren Gegner oder über die Politiker und hat sie auch gezeichnet. Und er hat auch dann quasi in Handarbeit eigene Notenbücher gemacht, die er dann auch noch bemalte. Das sieht man hier in einigen Bildern. Wir werden das auch in unserem Film noch wunderbar unterbringen. Nicht nur illustriert, sondern auch dann auch noch sogar richtig kalligraphisch gearbeitet. Und wie man sieht, seine Lieder, die er jeweils verfasst hat, ordentlich, das habe ich an der Handschrift gesehen, immer wieder notierte. Und er hat gemalt. Jetzt könnt ihr noch viele Bilder zeigen, das tun wir nicht, weil wir nämlich jetzt doch so langsam zum Schluss kommen. Wer jetzt meint, dass all die Anregungen und die Impulse, die Nora so in die Welt setzt, der Vergangenheit angehören, den wollen wir mal enttäuschen. Nämlich die neueste Produktion, an der sie mitgewirkt hat, ist so neu, dass wir hier sagen können im Bleistiftsalon, sie kommt erst noch raus. Nämlich am 28. September wird sie veröffentlicht. Du weißt, was ich meine. Ne? Das ist Yes. Erzähle uns bitte kurz darüber, wie diese Produktion entstanden ist. Wir werden gleich noch was dazu sehen. So, how did Dropkick Murphys happen? The new record. Yeah. So the other people that are screaming at times like this, you see all the politicians are very reserved in their comments, and the media is very controlled at times like this. I need to scream. In Zeiten wie diesen gibt es noch Leute, die laut schreien wollen angesichts der Verhältnisse. Und während Politiker und Medien ganz ruhig und gelassen tun. So, when you think of screaming, you think punk rock. Das ist punk rock. So, I worked with this band a few times before and I wanted to make a record that was loud. Also wenn man an laute Musik denkt, das ist Punk Rock und sie hat mit dieser Band Dropkick Murphys schon mal gearbeitet und jetzt wollte sie auch mit Blick auf die Verhältnisse, auf die Zeiten mal was richtig Lautes wieder so, mit Dropkick machen. Ja, ich habe den Text. So, kopiert. This is ja, den den habe ich so. Oh, okay. You have the words die, up on die sind the unheimlich screen. Gut vorbereitet, yeah. Aber ich auch. Also, die, okay. wir bringen jetzt, damit ihr jetzt nicht erschlagen werdet, sie sagt nämlich, das ist Pop-Rock, wir bringen so die erste Punk-Rock natürlich. Habe ich Pop-Rock gesagt, das ist vollkommen daneben. Also, Streichenschnitt. Punk-Rock, Dropkick Murphys hat den Text von Woody Guthrie, 10 times more, also 10-mal mehr, vertont und aktuell
auf ein Album gepresst, wie gesagt, am 28. September kommt. Also wir gucken jetzt mal rein, damit wir überhaupt mal eine Ahnung kriegen. Nicht das ganze Lied, aber wir hauen es uns mal um die Ohren. Well, the crooks, they work, we gotta work. Now once or twice, but 10 times more. Well, the robins, they walk, we gotta walk. Now once or twice, but 10 times more. Liebe Nora, dear Nora, lieber Michael, also das Gespräch, das... war zu kurz. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir hatten eben im Vorgespräch, was heißt im Vorgespräch, als wir uns heute zum ersten Mal gesehen haben, ein bisschen Sympathie füreinander empfunden und entwickelt. Und ich hoffe, dass die Sympathie so weit reicht, dass ich dich umgarnen kann und vielleicht kommst du noch mal rein. Ich glaube, alle anderen würden dann noch viele Geschichten von dir hören. Und ich danke noch mal an Michael Kläfer. Er hat es übersetzt. Also ich hätte es nicht besser gekonnt. Aber für Sie, das ist a new book I just did. You'll like it. Wer kriegt das jetzt? Yeah, it's a book I just did with many of my father's writings, art, ideas, philosophy, politics. It's Trump. For my collection? Or? Yes, it's for you. Oh, for me? It's for you. Thank you. Yeah. Aber wir haben auch noch was für die Kollektion. Wir haben vorsichtshalber noch mal an Woody Stift mitgebracht. Und noch eine ganze Reihe mehr aus dieser Sammlung von Blackwing, die er eingangs erwähnt hat. Der Lars, zu allen möglichen Themen, zur ersten Langspielplatte, die jemals gemacht wurde, zu New Orleans, zum Frauenwahlrecht in den USA. Und wenn wir das nächste Mal kommen, möchte ich die Vitrine.